Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch 6 von Sido. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 6 von Sido aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine hohe Box vor uns liegen. Und auf dem Boxcover sehen wir den Interpreten abgebildet mit Sonnenbrille, Haube und Bomberjacke, Sido. Und hier haben wir dann den Schriftzug Sido, wobei das O die Sido-Maske darstellt. Und in dieser Maske ist der Albumtitel zu lesen, nämlich VI, also römisch 6. Und der Albumtitel ist kein Zufall, denn es ist das 6. Studioalbum von Sido. Das Ganze mit so einem weißen Rahmen. Unterseite blank schwarz. Oberseite ebenfalls. Auf der Seite hier haben wir wieder die Sido-Maske mit dem V1 zu lesen oder VI. Gold hier noch Sido. Auf der anderen Seite haben wir so eine dreckige Wand mit Barcode und Credits. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier 17 Tracks an der Zahl. Und auch hier wieder Sido abgebildet. In dem Fall vor so einem Rollladen, Garagentor, was auch immer das ist. Gut, das Ganze ist vom Format her relativ unüblich, denn die Box ist gewaltig hoch und geht hier an der Seite auf. Das ist so ein Magnetverschluss. Bedeutet, der Deckel ist nicht abnehmbar, sondern lässt sich hier so Seite für Seite aufklappen. Und dann kommen wir hier zum Inhalt, und zwar haben wir hier einmal das Album an sich, VI oder in dem Fall eben 6. Und dann haben wir hier einen Einleger, den wir hier rausmachen können, und darunter ist dann eine Snapback versteckt. Innen schwarz. Und bevor wir zum Inhalt kommen, schauen wir noch kurz, was sich hier alles befindet, und zwar haben wir hier als Artwork direkt in die Boxverkleidung mit eingearbeitet. Also hier die Innenseite der Box gespickt mit diversen Grafiken, diversen Bildern, wie mir zum Beispiel DJ Desio, Sido. Es dürften diverse Fotos sein von Videodrehs und Fotoshootings. Und auf der rechten Seite ist auch noch mal einiges zum Vorschein gekommen. Also auch hier wieder Fotos und auch hier wieder der Albumtitel. Gut, wir klappen das Ganze mal wieder zu. So, und dann kommen wir zum Album an sich. Nachdem dieses noch eingeschweißt ist, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. So. So sieht das Ganze aus, das Cover 1:1 wie auch schon auf dem Boxdeckel. Auf der Seite haben wir hier wieder die Sido-Maske mit der Zahl 6 abgebildet. Dann hier so mit goldenen Verwischungen versehen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, und zwar 17 Stück an der Zahl. Hatten wir auch schon in der Box. Und dann haben wir hier noch zusätzlich, das ist sehr unüblich, 17 Instrumentals aufgelistet. Also dass die Instrumentals hier in der Tracklist erwähnt werden, sieht man echt selten. Barcode und auch hier wieder der Sido-Schriftzug und hier die Credits. Schwer zu lesen hier, Gold und Weiß. Das Ganze ein Digipack. Lässt sich dann hier aufklappen. Dann kommen wir als erstes zum Booklet. Auch hier wieder der Albumtitel in der Maske. Das Booklet in Schwarz-Weiß und Gold designt. Und zwar haben wir hier Aufnahmen, Fotografien von Sido, und dann haben wir hier die Tracks einzeln abgedruckt, inklusive der Infos, jawohl. Und das ist mir nämlich bei der Trackliste abgegangen. Hier haben wir es spannenderweise dabei, und zwar haben wir hier die Infos über die Features, denn auf der Trackliste waren diese nicht angeführt, aber hier im Booklet werden diese dann erwähnt. Sehr schön. Weitere Aufnahmen und hier weitere Tracks. Also dieses Design zieht sich hier wirklich durch.
die einzelnen Tracks komplett abgedruckt und natürlich dann immer wieder unterbrochen von diversen Fotos und Aufnahmen. Jawohl. Unter dem Booklet kommt das hier zum Vorschein. Also genauso wie bei dem Box-Design, bei dem Box-Innenleben, haben wir auch hier wieder diese Grafiken. Hier ist Sido im, ja, sieht aus wie ein Aufzug. Spannenderweise mit Maske. Auch selten gesehen in der letzten Zeit. Dann haben wir hier die Tourdaten zur Sido Live Tour 2015. Jede Menge Dates. Dann hier noch einen Hinweis zu Sido Merchandise. Und dann haben wir hier das Album an sich. Die CD in schwarz, weiß und rot gehalten. Mit dem Berliner Bären. Der Berliner Bär hier im Fadenkreuz. Und das gefällt mir richtig gut. Also die CD in Gold gehalten. Nicht in diesem klassischen Silber, nein, in Gold. Gefällt mir gut, wenn das eingefärbt ist. Auch hier wieder weitere Fotos dahinter zu sehen. Und dann haben wir natürlich noch die Instrumental-CD und diese befindet sich hier in der Seite. Also, die Instrumental-CD auch wieder, der Berliner Bär im Fadenkreuz und auch dieser in Gold. So, dann machen wir diesen Tour-Flyer, diesen Merch-Flyer auch wieder rein. Das Ganze, wie gesagt, im Digipack. Booklet auch wieder rein. So. Und dann kommen wir zu einem weiteren Inhalt, zum letzten Boxinhalt, und zwar ist das eine Kappe. Eine Snapback. Auch hier haben wir wieder den Berliner Bären im Fadenkreuz, die Kappe in Grau mit schwarzem Schirm. Siggy Smalls lesen wir hier und auf der anderen Seite lesen wir, dass es sich hierbei um eine Kayla & Sons Kappe handelt. Hinten nochmals VI zu lesen. Und das ist ja bekannt, also Sido hat mit Kayla & Sons so eine Kooperation, hat dort auch eine eigene Kollektion entworfen, die es natürlich zu kaufen gibt. Und ich schätze mal, dass das im Rahmen dieser Kooperation dann entstanden ist, dass man hier als Boxbeigabe diese Kappe hier gemacht hat, die es meines Wissens wirklich auch nur in dieser Box gab. Also obwohl das jetzt von Kayla & Sons oder mit Kayla & Sons entworfen wurde, gibt es die meines Wissens nicht regulär zu kaufen, sondern wirklich nur in der Box. Am Schirm oder unterhalb des Schirms lesen wir auch wieder Kayla & Sons. Dann haben wir noch einen silbernen Sticker, der uns hier die Echtheit bescheinigen soll. Was lesen wir hier noch? Auch nochmal ein Einsticker Kayla & Sons Premium Headwear. Und dann haben wir hier natürlich noch ein Zettel über, wo haben wir es? Do not wash, okay. Und hier oben 100% Polyester. Das Ganze ist made in China und hier eben Kayla & Sons aus München. Auch hier in der Kappe die ganzen Nähte hier beschriftet mit Siggy Smalls und Kayla & Sons Logo. Sieht auf jeden Fall hochwertig aus. Die Nähte gut verarbeitet. Auch die Aufstickungen hier. Da steht kein Faden weg, da ist kein Verschleiß oder irgendwas zu sehen. Also die Kappe macht echt einen stabilen Eindruck. Ja, und wie es für eine Snapback natürlich üblich ist, kann man das Ganze dann hier entsprechend Größen verstellen und individuell an jeden Kopf anpassen. Ja, das war's auch schon soweit mit dem Boxinhalt. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Cap, Snapback Cap von Kayla & Sons und dann das Album im Digipack inklusive Instrumentals. Ist vom Inhalt jetzt relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings ist es halt auch wirklich ein sehr hochwertiger Artikel, der sich hier drin befindet. Es ist keine 0815 Snapback, sondern es ist wirklich so eine Kayla & Sons und ihr habt es gesehen an den Nähten und so weiter. Das ist auf jeden Fall berechtigt und in meinen Augen reicht dies auch aus. Also bevor man dann wieder irgendwie 4 oder 5 eher minderwertige Artikel reinmacht, hat man sich in dem Fall für einen hochwertigen Premium-Inhalt entschieden und das ist in meinen Augen auch vollkommen legitim.
Ja, das alles in dieser wunderbaren Box VI oder 6 von Sido. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.